Ich glaube, wir haben sehr gut angefangen in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die erste Halbzeit war klar für uns und dann zwei Unaufmerksamkeiten und so haben sie schnell das Spiel gedreht und war sehr ärgerlich für uns heute. Wir sind gut reingekommen, kommen aus der Halbzeit raus, hab dann noch eine Kopfballchance gegen Pfosten und ich glaube, aus der Aktion heraus fällt dann das 1-1. Und da haben wir halt innerhalb von 3 Minuten haben wir uns das ganze Spiel kaputt gemacht, indem wir 2 Tore kassiert haben. Und das ist halt schade sowas. Ja, ist richtig. Wir haben erste Halbzeit, fand ich, sehr gut gespielt. Haben eigentlich nicht zugelassen. Gut, dass wir das erste Tor so früh gemacht haben. Glückwunsch an Ricci auch, dass er endlich mal das Tor gemacht hat. Ja, und zweite Halbzeit, ich hatte Ricci sofort die Chance. Den Kopfball, der geht am Pfosten. Ja, und dann kriegen wir direkt den Konter. Trifft er natürlich gut den Ball. Ich weiß nicht, ob der den nochmal in seinem ganzen Leben so trifft. Ja, und dann wieder zweite Tor, auch ein Konter. Und darf uns einfach nicht passieren. Und dann sind wir natürlich wieder der Musik hinterhergelaufen. Und dann, ja, konnten wir das Ruder nicht mehr rumreißen. Naja gut, man konnte natürlich auch in der ersten Halbzeit, auch nach unserem Führungstor, haben wir ja keine große Ruhe in unser Spiel bekommen. Man hat gesehen, dass natürlich die 3 Spiele in Folge, die wir verloren haben, auch Spuren hinterlassen hat. Das konnte man sehen. Dann führen wir 1-0, wir gehen auch mit 1-0 in der Halbzeit. Für meinen Geschmack hätten wir in der ersten Halbzeit das zweite Tor nachlegen müssen. Dort haben wir einfach zu viele leichte Fehler in der Vorwärtsbewegung gemacht. Und ja, bevor das 1-1 fällt, köpft der Ricci an Pfosten, der Tasser läuft am Ball vorbei. Ich weiß nicht, wie weit er weg war, ob er ihn kriegen kann oder nicht. Aber wie gesagt, im Gegenzug kriegen wir dann das 1-1 und dann das 2-1. Ja, das ist bitter, auch für die Jungs bitter. Das ist für alle bitter, auch für mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber es bringt nichts. Wir müssen aufstehen, wir müssen die Ärmel hochkrempeln und weitermachen. Keine Ahnung, wir müssen das erstmal wieder analysieren. Ist das, dass wir so wieder rauskommen, eigentlich hatten wir uns auch nicht vorgestellt. Und ja, es ist schwierig jetzt auch, nach so einer richtig bitteren Niederlage was zu sagen. Er sagt, das ist Fußball und wir müssen jetzt einfach weitermachen und wir werden uns jetzt auf Kaiserslautern konzentrieren und da versuchen, ein gutes Spiel zu machen. Fakt ist, wir müssen dieses Spiel natürlich mit der Mannschaft wieder analysieren. Wir müssen auf gewisse Dinge hinweisen und gucken, dass wir nächste Woche Montag gegen Kaiserslautern zu Hause das wieder besser machen.